Willkommen zu Always Online, dem Talk über Smartphone und Internetsucht. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Sina Zatra. Hallo Sina. Hi. Und du bist hier, weil du mehrere Qualifikationen sozusagen hast, um zu dem Thema etwas zu sagen. Und das erste ist, du bist Psychologin, hast in Lübeck studiert und hast bei unserer Arbeitsgruppe deine Masterarbeit geschrieben. Und da ging es um Internetsucht und Persönlichkeitsstörungen. Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal. Und ja, du hast das so lala gemacht mit deiner Arbeit. Nein, ehrlich gesagt, war es eine ausgezeichnete Arbeit. Und du hast dann auch noch tatsächlich das Ganze publiziert. Du warst auch die erste unter Studierenden, die das geschafft hat. Im Journal of Behavior Addictions, das ist das Top-Journal für Verhaltenssüchte. Und du bist an die 50 Mal zitiert worden. Also schon ganz tolle Leistung auf jeden Fall. Das ist super krass. Das habe ich nicht mitbekommen. Also da weißt du mehr als ich. Ja, genau. Und nicht nur das, du hast auch noch einen Forschungspreis gewonnen. Insofern war eigentlich deine Karriere als Wissenschaftlerin schon gebahnt, oder? Ja, es hat auch Spaß gemacht bei euch. Und dann lief das alles ein bisschen anders. Einerseits ja, andererseits hast du andere Interessen gehabt. Du hast schon im Studium auch gemodelt. Und du hast dich dann mit der Schauspielerei beschäftigt und bist da ziemlich straight deinen Weg gegangen, hast mehrere kleine Rollen erstmal gehabt, bist in verschiedenen Serien aufgetreten, Back is Back, Bad Cops, im Kino, bei Hot Dog. Und dein größter Erfolg ist dann gewesen, dass du eine Hauptdarstellerin warst, und zwar in Verbotene Liebe Next Generation. Das ist eine Sendung auf RTL, viele werden das kennen. Und das ist ja der Höhepunkt erstmal deiner Karriere. Und insofern bist du natürlich auch so völlig drin in diesem Modus, dass du dich etwas verkaufen musst. Und dazu gehört es eben, man sieht es an dem Hintergrund hier, dass du bei Instagram unterwegs bist. Das ist ein spezieller Hintergrund für dich heute, sonst haben wir einen anderen. Ja. Und insofern hast du da so zwei Seiten. Also du hast die wissenschaftliche Seite, die sehr spannend ist, und das, diese andere Seite, dass du selbst in dem Geschäft bist. Und vielleicht auch selber so Anzeichen gemerkt hast, das saugt mich da irgendwie rein, oder ist es auch vielleicht nicht immer so gut, da so viel online zu sein? Erzähl mal ein bisschen dazu. Ja, das stimmt. Also vielen Dank für diese fantastische Anmoderation. Ich fühle mich sehr, ja, sehr treffend und sehr vollumfänglich vorgestellt. Und ich freue mich auch total, dass wir darüber sprechen dürfen heute. Also ich bei dir. Es war für mich ja ein bisschen überraschend jetzt, dass wir da nochmal eintauchen. Es ist ja einige Jahre her, dass ich meinen Abschluss an der Uni Lübeck gemacht habe. Und genau, habe mich da jetzt nochmal ein bisschen mit beschäftigen dürfen. Und natürlich ist es so, wie du gesagt hast, als Schauspielerin und oder Person des öffentlichen Lebens gehören die Social Media einfach dazu. Und die Social Media sind ja auch nur ein Thema von vielen Themen, die so diskutiert werden können im Bereich der problematischen Online-Nutzung. Das ist so das Wording, was ich noch so kenne. Ich habe mich schon informiert. Mittlerweile heißt es Internetnutzungsstörung. Das empfindet ihr als treffender, ne? Auch nachvollziehbarerweise, weil es ja nicht um die erhöhte und gestörte Internetnutzung per se geht, sondern es geht ja darum, dass es bestimmte Bereiche im Internet gibt, die einen sehr vereinnahmen können, die eine gewisse Sogwirkung haben und die dann dazu führen, dass man irgendwie so die Kontrolle darüber verliert, wie häufig man diese bestimmten Dinge in der Online-Nutzung wirklich auch öffnet und sich damit beschäftigt. Und da ist es ja zum einen so, dass es eben diese Gaming-Disorder gibt, also zu viel Computerspielverhalten gibt. Es gibt auch noch diverse andere Themen. In meinem Fall ist es so, das hat mich auch von Anfang an am meisten an diesem ganzen Thema interessiert, weswegen ich diese Arbeit auch schreiben wollte. Ja. Weil ich natürlich mitbekommen habe, dass gerade unsere Generation und auch die Jüngere einfach super, super intensiv die Social-Media-Welt nutzt. Schwerpunktmäßig Facebook und Instagram. Mittlerweile gehört da auch noch TikTok zu, was ich erwähnenswert finde. Und vielleicht gibt es auch noch die einen oder anderen. Aber wir alle kennen auf jeden Fall Facebook und Instagram. Und es ist ganz spannend. Wir hatten ja vor einem Jahr oder so auch noch mal kurz Kontakt. Da habe ich mich bei dir gemeldet, weil ich diese Dokumentation gesehen habe. Auf Netflix ist die zu finden und ich möchte die wirklich jedem empfehlen, weil die mich wahnsinnig wachgerüttelt hat. Weit über meine Forschungsarbeit hinaus habe ich bei dieser Dokumentation, die sich das Dilemma mit den Social Media nennt, die habe ich eben halt gesehen und die hat mich wahnsinnig wachgerüttelt, weil sie mich so persönlich berührt hat plötzlich. Und ich da so gesehen habe, da wird so aufgeführt,
welche Mechanismen diese Apps nutzen, um wirklich unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Und ja, auch ich nutze Facebook und Instagram sehr viel und auch ich habe irgendwann gemerkt, boah, irgendwie nervt es ja auch ein bisschen. Was sind denn vielleicht Dinge, die du erlebt hast, wo du sagst, da habe ich gemerkt, das möchte ich vielleicht gar nicht oder da hat es für mich negative Konsequenzen? Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass mich die ganze Nutzung von Facebook und Instagram gedanklich sehr vereinnahmt. Also ich habe bei jedem Projekt oder bei allen Tätigkeiten, wo ich das Gefühl hatte, das ist erwähnenswert, habe ich in der Real-Life-Situation, während ich das betrieben habe, schon gedacht, oh, das muss ich gleich mal fotografieren oder filmen, damit ich da halt auch auf Instagram von erzählen kann. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich, wenn ich was gepostet habe, die App auch sehr häufig öffne. Und was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass diese ganzen Push-Up-Nachrichten mich ja auch dazu auffordern, da immer wieder reinzugucken oder die Aufmerksamkeit immer wieder ziehen. Und dann habe ich also nach der Doku eben, die ich dann auch gesehen habe und nachdem ich gemerkt habe, ey, das stresst mich irgendwie, das nervt mich und das vereinnahmt mich total, habe ich halt die Facebook-App von meinem Handy gelöscht. Okay. Und Messenger auch. Und seitdem hat sich, also das hat sich wirklich verändert. Ich gucke vielleicht ein, zweimal die Woche in Facebook rein. Das habe ich also nicht mehr mobil dabei und das war definitiv die richtige Entscheidung, weil das beschäftigt mich nicht mehr so viel. Instagram habe ich immer noch auf meinem Handy, weil das einfach so ein bisschen schnelllebiger für mich auch ist, man schneller mal was irgendwie mitteilen kann. Aber auch da habe ich halt die Push-Up-Nachrichten abgeschaltet und gucke halt im Laufe des Tages in gewählten Momenten jetzt da rein. Genau. Und es ist ja auch so, das war ja in dieser Dokumentation so schön dargestellt, dass man einfach Dinge angeboten bekommt, die einen länger online halten. Und das können alle möglichen Dinge sein. Und es sind eben auch nicht immer nur die schönen Dinge, sondern auch, wenn man natürlich etwas jetzt angeboten bekommt, was einen eher ärgert oder eher reizt. Ja. Also ich kriege auf Twitter zum Beispiel häufig irgendwelche Angebote von Querdenkern. Und ich erwische mich dabei, ich gucke mir das manchmal an, obwohl es mich furchtbar ärgert. Und ich denke dann hinterher, wieso machst du das eigentlich? Ist es so, dass du das auch nicht bemerkt hast? Richtig. Ich habe mich dann auch irgendwann gefragt, warum ist das eigentlich so? Also du weißt ja zum Beispiel von mir, dass ich auch im Bereich Tierschutz aktiv bin, dass ich vegetarisch, vegan mich ernähre und da auch gern drüber spreche. Und was natürlich passiert ist, ist, dass der Algorithmus darauf auf eine bestimmte Art und Weise reagiert hat. Das heißt, dass jedes Mal, wenn ich die Apps geöffnet habe, hatte ich diverse Bilder von gequälten Tieren, von Fleisch, von das, was mit Schweinen passiert, das, was mit Hühnern passiert, das, was mit Fischen passiert, was mit der ganzen Umwelt passiert. Dann habe ich dann gesehen, dass sich die Leute darunter mindestens diskutieren, eigentlich eher streiten. Mhm. Ja, dann habe ich noch mitbekommen, dass es irgendwelche fiesen Hundequal-Festivals im asiatischen Raum gibt und so weiter. Und es hat einfach Überhand genommen. Und dann habe ich gedacht, ey, muss ich das wirklich alles wissen? Weil ich habe meine Haltung ja klar. Muss ich jetzt wirklich immer damit noch bombardiert werden? Und da habe ich halt für mich geschlussfolgert, naja klar, die Apps sind so klug entwickelt, dass sie genau das anbieten, was unsere Aufmerksamkeit am meisten zieht. Und wir sind evolutionär immer noch so aufgestellt psychologisch, dass wir das, was uns potenziell bedrohen könnte, stärker wahrnehmen und stärker unsere Aufmerksamkeit darauf wenden als auf die angenehmen Dinge, weil es einfach essentieller für unser Überleben ist. So funktionieren wir immer noch. Ja, wo wir früher aufpassen mussten, ob der Säbelzahntiger kommt, das war einfach wichtiger als in der Sonne liegen. Und so funktioniert es ja immer noch. Also wir gucken uns ja vielleicht gerne Kätzchenvideos an und so weiter, aber das, was uns wirklich, also niedliche Kätzchen, denen es gut geht, aber das, was unsere Aufmerksamkeit wirklich zieht, sind die bedrohenden Inhalte. Und das ist sehr, sehr überfordernd gestaltet, finde ich. Das heißt, am Ende ist es dann gar nicht so, wie du es beschrieben hast, dass man da Spaß erlebt und dass das Belohnungen sind. Das ist ja das Grundprinzip, ne? Also dass, ob es jetzt ein Computerspiel ist oder ob es ein soziales Netzwerk ist, dass wir dort Belohnungen erleben, genauso wie wenn wir Alkohol trinken zum Beispiel. Und die Belohnende ist eigentlich gar nicht immer da, sondern ist auch irgendwie das Stressige da. Und es ist dann so, wie wenn man eine Tüte Chips isst, so, man hat irgendwie Heißhunger, man zieht sich das rein und hinterher denkt man, was war das eigentlich? Ja. Kennst du das? Ja, das ist ja eigentlich so dieser typische Hangover. Also ich finde den Vergleich mit dem Alkohol gerade auch ganz passend, weil
Ich glaube, dass Menschen, die so einen problematischen Alkoholkonsum an sich wahrnehmen, die wissen ja auch, oh, es macht jetzt Spaß, aber morgen habe ich irgendwie Kopfweh oder morgen ist vielleicht mein Partner, meine Partnerin auf mich sauer, weil ich mich wieder komisch benommen habe. Also wir kennen ja eigentlich die negativen Konsequenzen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, das bei der Social-Media-Nutzung halt auch zu beleuchten, zu sagen, okay, wir suchen das auf, weil das Spaß macht. Und hinterher schließen wir die App und denken, oh, es ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen und ich war gerade wahnsinnig gestresst und du sagst, ich war verärgert, ich sage, ich bin total traurig über solche Bilder und das heißt, wir gehen eigentlich mit einem schlechten Gefühl da raus und fragen uns, warum haben wir das gemacht? Und das Spannende ist, 2 Stunden später öffnen wir die App ja aber wieder. Das heißt ja auch, dass da vielleicht so Anzeichen sind, dass man zumindest drüber nachdenken kann, habe ich da sowas, was in eine Suchtentwicklung geht? Und du kennst ja jetzt du hast mit den DSM-5-Kriterien in deiner Masterarbeit gearbeitet und jetzt gibt es ja neu die ICD-11-Kriterien, die sind, finde ich, schön einfach beschrieben. Ich frage jetzt einfach mal, ob du vielleicht suchtgefährdet bist. Ist das okay? Ja, also ich habe mir ja das angeguckt. Du hast mir ja den Artikel auch geschickt. Genau, das war damals noch DSM-5 und ICD-10 und jetzt gibt es ja schon das ICD-11. Genau. Richtig? Oder wird schon... Ja, ist das, genau. Genau. Und da gibt es ein Merkmal, das ist so eigentlich das klassische Merkmal von allen Suchterkrankungen, der Kontrollverlust. Das heißt, ich mache das eigentlich länger, öfter, als ich will und ich kann es vor allem nicht richtig kontrollieren. Hast du da mal Anzeichen selber gemerkt an dir? Ja, also genau, alle drei habe ich natürlich schon mal an mir bemerkt. Ich habe auch schon mal gedacht, oh, ich bin da ja viel länger, als ich es geplant hatte. Oder ich öffne die App ja schon wieder, das hatte ich doch eigentlich gar nicht vor. Ich kenne das natürlich auch, dass ich im Rahmen meines Berufs, muss ich sagen, nicht privat, ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal ein entscheidender Unterschied ist, aber es ist schon so, dass ich auch denke, ich muss, also jetzt wollen sich meine Freundinnen treffen, aber ich muss mir nochmal Zeit nehmen, weil ich hatte ja jetzt noch dieses Posting vor und ja, das ist genau in meinem Fall beruflich. Ich weiß nicht, ob mich das privat betreffen würde, aber da kenne ich es zumindest auch. Und was diesen Aspekt angeht, Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen, das kenne ich natürlich auch. Ich habe durch diese Maßnahmen, die ich nach der Dokumentation halt getroffen habe, für mich das Gefühl, ich habe ein Stück weit Kontrolle wiedergewonnen, weil ich Facebook runterschrauben konnte und auch das finde ich auch ganz toll übrigens. Ich weiß nicht, ob das alle Smartphones machen. Das iPhone schickt einem einmal die Woche so einen Bericht, wie viel Zeit man am Handy verbracht hat und welche Apps man wie lange benutzt hat. Und da habe ich das Gefühl, da hat sich meine Instagram-Nutzung auf den ungefähr gleichen Wert immer so eingependelt, mit dem ich leben kann, weil ich mir immer sage, das mache ich ja auch ein Stück weit beruflich. Genau. Aber der Aspekt der Fortsetzung trotz negativer Konsequenzen, fraglich. Genau. Und was noch so ein weiteres Merkmal ist, ist ja, dass es so zum Wichtigsten im Leben werden kann, zur Priorität, dass andere Dinge, die eigentlich wichtig sind, hinten runterfallen. Ja. Ja, doch, das habe ich also wieder verändert, aber ich habe das zum Beispiel im letzten Jahr bei mir gemerkt. Also ich würde nicht sagen, dass ich das konstant bei mir merke, aber was ich so, ich habe das gerade letztes Jahr für mich reflektiert. Also ich war ja 2020 wahnsinnig viel bei Dreharbeiten und 2021 war dann erstmal ruhiger, weil wir jetzt keine zweite Staffel gedreht haben und weil für mich auch lange unklar war, ob da noch Dreharbeiten kommen oder nicht. Und ich habe dann gemerkt, dass ich irgendwie versucht habe, das, was in der Medienwelt so stattfindet, auch in meiner speziellen Branche, nämlich der Schauspielbranche, irgendwie zu erfassen, indem ich halt häufig auf Instagram gucke, welche Projekte so laufen und wer so was macht. Und habe dann schon gemerkt, dass es überhaupt nicht dazu geführt hat, dass ich einen besseren Überblick darüber hatte. Ich habe es mir aber eingebildet und deswegen ständig geschaut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es mich dann den Tag über erschöpft hat, sodass ich auch manchmal dann irgendwie Treffen nicht wahrgenommen habe, weil ich dachte, oh, heute war irgendwie schon so ein voller Tag. Und wenn man mich aber gefragt hätte, was ich gemacht habe den ganzen Tag, ja, so viel jetzt auch nicht, ne? Also war ich halt einmal im Studio, was sprechen, war einkaufen, war mit dem Hund, aber irgendwie auch viel auf Instagram. Also, und das habe ich aber für mich verändert, weil ich das zum Glück erkannt habe. Und das möchte ich jetzt so gerne mitgeben, dass man sich halt einfach fragt, wofür nutze ich es, wie viel nutze ich es? Und in meinem Fall habe ich gesagt, hey, das geht nicht. Ich kann das eh nicht kontrollieren, was da draußen passiert, nur weil ich ständig auf Instagram schaue. Und ich muss auch abschalten. Und jetzt treffe ich meine Freundinnen wieder mehr. Okay,
Super. Also Diagnose an der Stelle. Sina, ich glaube, das Sag du Ding. es mir. Ich denke, dass du jetzt keine richtige Abhängigkeit gehabt hast, weil da ja auch noch ein weiterer Punkt dazu kommt, dass es wirklich zu einer Dysfunktionalität, wie wir so in der Psychologie sagen, führt. Das heißt, dass man seinen Alltag nicht mehr geregelt bekommt. Und da schätze ich dich so ein, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und du hast ja auch gut beschrieben, dass du sehr schnell wieder Kontrolle herstellen konntest und eben auch dann die Priorität in deinem Leben, was das Nutzen von sozialen Medien anbelangt, gut geregelt hast und da einen guten Weg gefunden hast. Was würdest du denn jemandem jetzt so als Tipp geben, der feststellt, ähnlich so wie du es beschrieben hast, eigentlich tut mir das nicht gut und ich mache das eigentlich zu viel, das nimmt zu viel meines Lebens ein an Zeit und ich will das eigentlich ändern. Was würdest du machen oder was würdest du demjenigen raten? By the way, du bist übrigens auch noch Coach, ne? Also hast deinen Psychologiebereich noch beibehalten und machst Coaching. Und wenn ich jetzt zu dir Genau. kommen würde und ich hätte jetzt hier mein Problem mit den sozialen Medien, was würdest du mir raten? Ja, also erstmal da auch ein Kompliment an dich und euch als eure Forschungsgruppe, weil es natürlich erstmal wichtig ist, dass so eine Aufmerksamkeit dafür, dass da halt so schlechte psychologische Dinge in Menschen vorgehen können und dass es halt diese Suchterkrankungen gibt, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entsteht, das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig, weil da fängt ja alles an. Ich hatte ja jetzt zum Glück auch einen leichten Zugang zu dem Thema, weil ich selbst mich damit wissenschaftlich beschäftigt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den gehabt hätte, wenn ich nie darüber gesprochen hätte. Deswegen finde ich es schön, dass die Aufmerksamkeit dafür wächst, dass es Menschen im Rahmen von Social-Media-Nutzung schlecht gehen könnte. Das finde ich erstmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist nämlich auch die erste Frage. Wenn man sich gereizt fühlt und das Gefühl hat, man hat wenig Zeit und man kommt in Konflikte und so weiter, erstmal zu erforschen, nutze ich das alles vielleicht zu viel? So, da fängt es ja erstmal an. Und zu intensiv, hat das eine zu hohe Kontrolle über mich? Und dann würde ich halt sagen, gerade auch so unter dem Aspekt der Persönlichkeiten und der Bedürfnisse, die Menschen haben, wirklich auch zu schauen, was versuchst du rauszufinden, wenn du auf den Social Media bist, oder was versuchst du für dich zu finden und herzustellen, wenn du diese Apps nutzt? Und tritt es wirklich ein, tritt es nachhaltig ein oder nur ganz kurzfristig, das wirklich mal ganz genau zu untersuchen. Und alles in allem die ganz große Frage, die es ja immer gibt in der psychologischen Beratung und im psychologischen Coaching, zu gucken, was brauchst du wirklich? Und in meinem Fall habe ich gemerkt, ich versuche zum Beispiel einen Eindruck von der Branche zu kriegen und davon zu kriegen, was ich machen kann, um irgendwie künstlerisch tätig zu sein und dann festzustellen, ja, das finde ich hier in dieser App aber gar nicht. Das stresst mich nur. Und schau vielleicht, würde ich sagen, wenn man mich fragen würde, schau vielleicht, warum du es nutzt. Was suchst du? Suchst du sozialen Kontakt? Suchst du Ablenkung? Suchst du Freude? Und dann schau vielleicht, ob du es im realen Leben anders für dich herstellen kannst, dass diese Lücke sich füllt, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig zu erkennen. Instagram und Facebook haben gar nicht die Absicht, diese Lücken zu füllen. Das wird nicht möglich sein. Und das zu erkennen, dass man da auf der ewigen Suche bleiben wird, nach dem, was man da eigentlich versucht, zu erreichen oder herzustellen, das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Das ist ein super Tipp. Also zu schauen, dass das nicht irgendwie ein Ersatz ist, den ich da betreibe und eigentlich gar nicht zu dem Wirklichen komme, was mir gut tut, was ich in meinem Leben will und was mich auch befriedigt. Ja. Du weißt, dass wir da eine Studie laufen haben, die SCAVIS-Studie im Moment. Und da helfen wir auch Menschen, dass sie dort von dem zu viel an online wegkommen. Und wir haben da eine App, die Smart Ad-Net App, die findet man auch nachher hier im Abspann als QR-Code. Kann man sich dann Ja. gerne anschauen. Das wäre eine weitere Hilfe. Und mich würde Finde noch ich jetzt gut. so gegen Ende unseres schönen Gespräches interessieren, was wäre denn, wenn das jetzt Wahrheit wird und Europa sagt, wir brauchen jetzt hier strengere Regeln für die sozialen Medien und dann Facebook und Instagram sagen, machen wir nicht mit, wir schalten das ab. Wie wäre das für dich? Ja, genau genommen steht da ja Mark Zuckerberg hinter, der hier die beleidigte Leberwurst in solchen Zusammenhängen spielt und auch ja, so versucht, diese Kontrolle aufrechtzuerhalten. Mit ziemlich großem Erfolg, muss man auch sagen. Mal angenommen,
irgendwie, das gab es ja sogar schon vor einem Jahr, da war ja aber irgendwie so ein Hackerangriff. Vielleicht weiß es nicht jeder, aber eigentlich vielleicht auch doch, ich weiß gar nicht, WhatsApp, Facebook und Instagram gehören ja mittlerweile alle zusammen, gehören ja alle so zu dieser Gruppe von Mark Zuckerberg. Und es war ja mal vor einem Jahr oder sowas, war das ja mal komplett down für, weiß ich nicht, fast einen ganzen Tag. Da waren all diese Apps kaputt. Und ich habe einfach nur gedacht, cool. Weil ich so da, es gab wirklich einen Teil in mir, der gedacht hat, wenn das jetzt kaputt ist oder wenn das jetzt abgeschaltet wird für alle, das wäre ja irgendwie cool. Weil dann müsste ich mir ja keine Gedanken mehr machen, ob ich als Einzige vielleicht jetzt kein Instagram und Facebook mehr nutzen möchte, sondern dann wären wir ja alle bei null. Und dann hätte ich halt nicht mehr so diesen Druck. Ihr habt ja auch schon darüber gesprochen, über diesen FOMO-Aspekt, Fear of Missing Out. Also dann, also diese Angst davor, was zu verpassen und als Einzige nicht in diesem ganzen Spiel mitzuspielen, das müsste ich mich dann ja gar nicht mehr fragen, weil dann hätte es ja jetzt keiner mehr. Also und es gab einen kurzen Moment, wo ich dachte, es wäre ja irgendwie cool. Du wärst froh, wenn das weg wäre. Genau. Ja. Spannende Überlegung. Was wäre dann aber eine Möglichkeit? Also wir haben gar nicht so sehr im Detail besprochen, was eigentlich die sozialen Medien noch alles machen. Die führen ja dazu, dass Selbstmordraten steigen, dass Menschen mehr Depressionen haben, zu Filterblasen, wo sich Leute zusammenfinden und Hasstiraden. Politischer Spaltung, ja. Absolut. Alles das sind ja negative Folgen und das wiegt wahrscheinlich gar nicht diese persönlichen kleinen Freuden auf, die man da haben kann. Wie müsste denn das Ganze gestaltet sein, dass du sagst, das wäre jetzt so eine soziale Netzwerkwelt, mit der wäre ich zufrieden. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der ja in dieser Doku, die ich immer wieder erwähne. Ja, ich weiß, aber sie war wirklich so aufrüttelnd. Also was ich da zum Beispiel auch daraus gelernt habe, ist dieser Satz, der ist mir bis heute hängen geblieben. Wenn du für ein Produkt, in dem Fall die Nutzung solcher Seiten, nicht zahlst, dann bist du das Produkt. Und das möchte ich auch jedem nochmal mitgeben. Wenn du für eine Nutzung von etwas nicht bezahlst, dann bist du das Produkt dieser Einrichtung, dieser Funktion. Was für uns ja bedeutet, es ist ja auch eine gewisse Absicht dahinter, dass wir beeinflusst werden. Unter anderem durch Werbung, aber ich denke auch durch politische Lenkung. Und ich glaube, eine Social-Media-Welt wäre dann fair, wenn sie, ich meine, wir sind auch bereit für Netflix, Amazon, Sky, zahlen wir auch monatliche Beiträge, um diese Produkte zu nutzen. Und ich denke, wenn das für Social-Media genauso wäre, wenn man da zum Beispiel sagen würde, das kostet 9,90 Euro im Monat und dafür kann man sich aber sicher sein, dass man nicht mit Werbung und jeglichen Einflüssen und Lenkungen bombardiert wird, dann wäre das vielleicht eine deutlich fairere Welt. Guter Punkt. Und das Interessante, nochmal diese Dokumentation, da waren ja ehemalige Mitarbeiter von Facebook zum Beispiel dabei und anderen Unternehmen, die eben ausgestiegen sind und die eben auch da in so einem Ethikrat gewesen sind, aber dann das Ganze nicht mehr mitmachen wollten. Ich glaube so insgesamt, das unter einen ethischen Aspekt zu stellen und zu kontrollieren und das Ganze nicht mehr unter dem Gewinn Modus zu sehen, ja. Also wirklich für Kohle zu machen, das wäre, glaube ich, etwas, was interessant wäre. Ja, Stichwort Kapitalismus, ne? Also dass ja. Sozusagen die ganze Gewinnoptimierung immer noch über der Gesundheit von Menschen steht, wo die WHO ja schon sagt, irgendwas stimmt da nicht, wie sehr Menschen das in Bann zieht und beeinflusst. Das finde ich schon auch fragwürdig, genau. Umso schöner, dass ihr diese fantastische Arbeit macht. Dankeschön. Jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt von deinen Anfängen als Psychologin über deine Karriere als Schauspielerin und die Auswirkungen auch, was das soziale Netzwerk mit uns allen macht und mit dir gemacht hat, bis hin zum Kapitalismus. Ich glaube, das macht das Ganze jetzt am Schluss rund. Und insofern danke ich dir ganz herzlich. Das war sehr aufschlussreich und schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, Hans-Jürgen.